Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race F1 2016 und ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem Rennen hier in Melbourne. Hören uns noch kurz die Voicemail an. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Ja gut, dann achten wir da mal drauf. Also Rennen 12. besser abschließen, Grosjean besiegen oder und für die Fahrermeisterschaft aktuell 12. oder besser. So, klappt mein Laptop auf. Und gehen natürlich gleich zum Rennen, das ist natürlich doch klar. Und hören uns dann gleich mal noch an, was... Das heißt ja, dass sich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit anfühlt. Und die 4 vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien, seit 1996. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Heute und für den Rest der Saison nimmt neben mir in der Kommentatorenbox ein wirklich toller Kerl Platz, der einzigartige Stefan Römer. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison. Die Autos geben zum ersten Mal Gas. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen? Zuallererst, Heiko, und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich folgendes sagen. Es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Um deine Frage zu beantworten, natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Performance die Autos zu bieten haben werden, aber trotzdem geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit. Es ist der erste große Preis der Saison und da willst du deinen neuen Teil natürlich alles abverlangen. Die Boliden stecken voller ausgeklügelter, aber auch hochsensibler Technologie. Daher wird es heute wichtig sein, das Ende des Rennens mitzuerleben und dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht. Und natürlich willst du dich auch von allen Problemen fernhalten. We've qualified above where we expected to be, so try your best to hold on to this position in the race. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nico Rosberg startet nach seinem ersten Platz im gestrigen Qualifying von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Vettel, ein Haas und Alonso. Ricciardo, Verstappen, Grosjean und Sergio Perez. Button, Bottas, Nico Hülkenberg und Sainz Junior. Massa, Quert, Jolyon Palmer und Kevin Magnussen. Hayanto und Eriksson. Felipe Nasser und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Danke Florian, wir übernehmen dann der Strecke. So, da sind wir. Gucken wir uns die Rennstrategie an. Nee, ich denke, auf der kurzen Renndistanz sollten wir mit einem Stopp auskommen. Vielleicht gebe ich mir nur ein bisschen mehr Sprit mit. Ich weiß, es ist da zusätzlich Gewicht, aber dann müssen wir nicht allzu sehr auf den Sprit achten. Dann können wir mal ein bisschen Gas geben. Und das war's eigentlich. Den Rest würde ich so lassen. Und dann springen wir rein in die... Die Einführungsrunde. Sorgen die Reifen und die Bremsen. Das war jetzt nicht so gut. Ich will nicht noch eine Strafe dafür bekommen. Ich weiß nicht, ob man dafür bestraft wird. Aber ja,
Vettel denken müsste in Wirklichkeit ja auch jetzt bestimmt denken, was ist denn mit dem Typ da hinter mir los? Was macht er denn die ganze Zeit? Nein, keine Screenshots. So. Wow. Das war natürlich jetzt nicht gut. Jetzt sind die Reifen kurz vor dem Start einmal so richtig dreckig gemacht worden. Und jetzt geht es automatisch leider in die Startaufstellung. Und vorne, die stehen lang, lang, lang. Da sind die Reifen ja fast wieder ausgekühlt. Da hinten kommen jetzt die letzten in die Startaufstellung. Und wenn Wehrlein steht, geht's los. Oh, das war kein guter Start. Alonso mit einem Traumstart. Alonso greift jetzt schon Vettel an. Vettel. Ja, wir haben keinen Platz. Da verlieren Positionen. Und da ist jetzt auch Verstappen durch. Wir können uns den Platz wiederholen von Verstappen. Wir uns einfach innen rein, solange das Feld noch eng beisammen ist. So, die erste von 15 Runden hat damit begonnen. Sie jagen hier Sebastian Vettel hier über den Kurs. Der greift jetzt wieder Alonso an. Wenn die beiden kämpfen, ist das gut für uns. Da kommen wir ran. Und zwar wie hoch? Durch diesen Ausbremser kommt jetzt auch Verstappen wieder ran. Aber Alonso. So. So, jetzt einfach ausbeschleunigt. Perfekt. Jetzt haben wir die Startaufstellung wieder hergestellt. Aber die Red Bulls sind dran. Die Red Bulls sind wirklich dicht dran. Ich glaube nicht, dass sich Alonso auf Dauer gegen die Red Bull wehren kann. Hamilton jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Hamilton führt das Rennen jetzt an. So, wir und Vettel haben jetzt hingegen einen eher angenehmen Job. Wir fahren relativ gemütlich hinten dran hier und suchen einfach nur eine gute Leistung abzuspulen. Von den Red Bull können wir uns im Moment frei fahren. Aber was wir nicht ausprobiert haben, ist folgendes. Teamkollege. Oh, das war nicht so gut. Das sieht aber im Moment nicht so nach aus, würden wir gegen Ricciardo und Grosjean fahren. Status Teamkollege. Softs. The timer slap was a 1 minute
44.8. So, das sind nochmal gute Informationen. Fahrer vor mir. Wir haben in dem Sinne ja nur zwei DRS-Zonen. Aber ich bin nicht nah genug dran an Vettel. Aber zum Glück ist Alonso auch nicht nah genug an mir dran. Vettel hält mich geschickt immer so ein Stückchen raus aus der DRS-Zone. Oh, absolute Bestzeit, Sektor 2. Oh, und da schmeißen wir es gerade wieder raus. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte, aber... haben wir DRS. Tatsächlich hat mich das jetzt hier ein gutes Stück näher an Vettel gebracht. Oh. Da muss ich mir abgewöhnen. Das Rausdriften da in der einen Kurve, denn da der Abstand zu Vettel ist größer als in der Runde zuvor. Dafür sieht es so aus, als würden Vettel und ich auf die Führungsgruppe auflaufen. So, es war nur langsam, aber beständig. Und Grosjean kann sich tatsächlich an dem an Alonso und den beiden Red Bulls halten. Ich brauch's aber im Moment gar nicht zu verbrennen. Viel wichtiger ist, dass ich im Moment nochmal auf Vettel aufschließe. Denn so habe ich kein DRS und das ist, ist die Gefahr groß, dass ich dann ganz abreißen lassen muss. So, gleich haben wir die erste Runde hinter uns. Statusreport. P5, you're in P5. Vettel ahead. Gap to car in front is 1.4 seconds. They're on old super softs. Okay, the gap behind is 4.5 seconds. They're on old super softs. Your pit window opens next lap. 11 laps to go. Absolute Bestzeit. Nein, doch, aber es ist nicht unterlegt. Schaffen wir jetzt vielleicht die Sensation? Oh, wird abgefangen. So, Vettel sitzt vor uns 1, Pit window is open. The pit window is open. Ist
Ausscheren hätte mir jetzt hier nicht viel gebracht. Hier reicht das DRS nicht. Top 3. Ich weiß die Befehle nicht mehr alle auswendig. Ich habe auch keine Zeit, da jetzt die ganze Zeit zu lesen, wenn ich hier dranbleiben will. Bleibt euch jetzt hoffentlich so. Und Vettel kommt auch rein. War Hamilton, der jetzt an der Box war. Release, release. So, kommen noch hinter Vettel noch mal raus. So, Vettel war da jetzt gerade ein Problem mit Julian Palmer. Und das können wir nutzen, um an Vettel vorbeizugehen. Und Hamilton kämpft da vorne mit Arianto. Das kostet Hamilton Zeit. Jetzt aber Hamilton durch. Jetzt müssen wir erstmal mit Palmer und Arianto zurechtkommen. Na, mal fackeln wir nicht lange. Tajanto lege ich mir jetzt auch einfach zurecht. So, außen rum an Hayanto vorbei. Dass ich vor Roman bleibe, ist mir eigentlich klar. Okay, gap ahead is 0.6 seconds. So, Raikön ist damit an Alonso vorbeigegangen, Hamilton vorbeigegangen und wir kassieren auch Hamilton. Wow. So, jetzt stecken wir aber hier im Getümmel fest. Ah, und haben unseren Frontflügel beschädigt. So, ah. Was? Man merkt auch wirklich, es ist wirklich ein. We're considering switching to an alternate strategy. Do you want to change or stick to plan A? Was? Da muss ich anders entscheiden. Kommt ja gleich nochmal mit der Strategie. Wenn wir reingehen, verlieren wir auf jeden Fall viel Zeit. Bleiben wir draußen, kann ich versuchen zu kämpfen. Aktuelle behalten. Wow. Sag mal, Massa hinter uns, ein Bottas vor uns. Ein Massa hält so ein bisschen den ganzen Verkehr auf. Das ist gut für uns.
Wenn wir gleich im ersten Rennen Dritter. Dass wir überhaupt halt durch das Getümmel gekommen sind, bin ich schon mal richtig, richtig froh. Ach, hinten kommt gleich Hamilton. So, Perez ist ausgefallen. Der erste Ausfall der Saison geht an Sergio Perez. So, Valtteri Bottas. So. Also an Raikön kann ich nicht dran bleiben. So, ein bisschen mit Risiko, aber... Oh, Bottas hat jetzt Windschatten. Und der ist. Und Hamilton hat auch nochmal der ist. So, das werden jetzt 6 lange Runden. Von hinten kommt Hamilton an. Also die Reifen dürften kein Problem darstellen. Aber gerade der vom Renningenieur angesprochene Sprit ist das Problem. Wo Hamilton ist dran. Doch kein Podium zu Beginn der Saison. Neues Team, neuer Fahrer. Ja, kampflos werden wir auf jeden Fall gegen Hamilton nicht die Position hergeben. Das schon mal feststeht. Ist gerade ein bisschen drauf gedonnert oder was? Oh, scheiße, und jetzt muss ich Benzin sparen. Ich meine, ich könnte auch Lift and Coast betreiben, aber das reicht. Dann kann ich mich nicht abcovern gegen Hamilton. Das wird jetzt sowieso. Oh, das wird jetzt noch richtig lange 5 Runden. Und von hinten kommt auch noch Vettel. Oh, jetzt können wir das Spiel schon rumdrehen. Das, was Hamilton mit Rosberg gemacht hat in Abu Dhabi, machen wir jetzt mal mit ihm, dass von hinten Vettel auch ankommt und noch vielleicht noch vorbeiziehen kann. Hamilton wird da wirklich ungeduldig hinter uns. Und Vettel ist dran. Vettel ist wirklich schon dran.
Scheiße. Wir uns jetzt hier verteidigen. Das gibt's ja bald gar nicht. Aber ich sag's mal so, lassen wir Hamilton durch, rutscht wahrscheinlich auch Vettel durch. Also wir werden, wenn wir einen von beiden nicht halten können, werden wir wahrscheinlich beiden nicht halten können. Und jetzt sind wir eh noch Fünfter, also können wir auch gegenhalten. So, was war denn das gerade für eine Aktion? Ach. So, wollen wir nochmal aus der anderen Perspektive angucken. Okay, ich würde mal sagen, da waren wir beide ein bisschen schuld dran. So, keinen Windschatten bieten. So, noch drei Runden. Wir können jetzt nochmal auf Standard schalten. Nein. Außenbahn. Status Teamkollege. Nein. Vor lauter. Status Teamkollege. Kein Windschatten bieten. Hamilton muss covern gegen Vettel. Und Vettel ist an Hamilton vorbei. So. Jetzt haben wir noch zwei Runden. Zwei lange, zähe Runden. Und das war beinahe schon wieder zu viel des Guten. Wie auch das Vorderrad mitleidet.
Vettel probiert's innen. Vettel zieht nach außen. Ist Vettel auf der Außenspur? Vettel muss jetzt wieder ranziehen. Jawohl. Ah, scheiße. Wird so echt knapp ins Ziel zu kommen noch. Nein, das, da haben wir es verloren. Das probieren wir noch einmal. Besser. Direkt rüberziehen, keinen Windschatten geben. Und wir haben zu wenig Sprit an Bord. Hoffentlich klappt das mit der Spritmenge. Wenn es auf den letzten 5 Metern der Sprit ausgeht, wäre das sowas von traurig. Trotz magerer Mischung. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, der Tank leer ist. Boah. Nein, 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 nein. Rosberg hat gewonnen mit einer neuen schnellsten Rennrunde vor Kimi Räikkönen. Und jetzt ist die Frage. Kein Windschatten geben. Schaffen wir. Jawohl, im ersten Rennen Dritter. So. Natürlich freut sich Toto Wolff über den Sieg von Rosberg, über den Mercedes-Sieg. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jedes Mal mein Hirn war gerade weiß. Reifen optimal zu messen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefahren ist. Dabei muss der Fahrer natürlich Johnson Button werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Felipe Massa. Für mich war das eine herausragende Leistung, die seiner nicht unwesentlichen Erfahrung zu verdanken ist. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Mi scusi, einen kleinen Moment. Einen Punkt hätte ich da, wo ich gerade einen Tick einhaken muss. Entschuldigung. Wo ich da einen Tick einhaken muss.
Massa Fahrer des Tages? Ernsthaft? Er ist in 15 gestartet auf 12 ins Ziel gekommen. Er hat nicht mal Punkte geholt. Wir sind von 5 gestartet, was schon sehr gut für einen Haas war. Und sind auf Position 3. Also auf dem Treppchen. Sind wir ins Ziel gekommen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht der Fahrer wären. Oder Grosjean, von 9 gestartet, 6. Beide Red Bull geschlagen und ein Alonso noch geschnappt. Aber es ist nur meine Meinung, ist ja recht unwichtig. So, so sieht dann wahrscheinlich auch die Gesamtwertung aus, das ist ja wohl klar. Holen wir uns ganz kurz, Wehrlein 19er noch geworden. Nasr und Eriksson noch eingeholt, Sergio Perez ist ja ausgefallen. Kwiat recht weit hinten, dann Magnussen, Hayanto davor Palma 15er. Sainz 14er, okay, Hülkenberg 13er, Massa 11, 12. Jensen Button 10er, Max Verstappen, Fernando Alonso 8er und 9er. 9er und 8er, so, ja. Da gucken wir die Gesamtwertung an. Natürlich, da sind wir jetzt auch Dritter der Gesamtwertung hinter Rosberg und Raikön sowie vor Vettel und Hamilton und unseren Teamkollegen. Die Gesamtwertung sieht auch ganz genauso aus wie die Zieleinlauf und viel wichtiger ist die Konstrukteurs-WM, denn da liegen wir auch auf Position 3 und zwar mit einem guten Polster vor Red Bull. Dank meinen 15 Punkte und den 8 Punkten. Ich hätte auch einfach kein 15 minus 23 minus 15 rechnen, ich Idiot. Denn die 8 Punkte von Haas haben wir so viel Punkte, haben wir. Alain Grosjean hat so viele Punkte geholt, wie Red Bull insgesamt geholt hat. Da haben wir einen guten Vorsprung. Und wären gar nicht so weit weg von Ferrari. Über die Saison gesehen werden wir das wahrscheinlich nicht halten können. Obwohl, je nachdem, wie wir das Fahrzeug entwickelt bekommen. Vorne natürlich Mercedes. So, McLaren Honda immerhin 5 Punkte. Und der Rest des Feldes hat noch keine Punkte geholt. Das wird sich aber wahrscheinlich im Laufe der Saison auch ändern. Und jetzt habe ich vergessen zu wiederholen, um einen schönen Screenshot für das Thumbnail zu machen, aber das ist nicht so wichtig. So, oh, das sieht doch gut aus. 965 Ressourcenpunkte und hier mal knallhart alle Punkte geholt. Grosjean nur 2, damit haben wir jetzt 13 zu 6 Punkten im Rivalen-Update und Ziel erfüllt, Teamkollege besiegt und noch die Fahrermeisterschaftsziel übertrumpft. Damit haben wir jetzt 10 von 10 möglichen Punkten in der Fahrerposition. So, Einführung zu Karrierepunkten. Karrierepunkte erhöhen sich durch gute Ereignisse auf der Strecke und Übereinstimmung mit dem KI-Schwierigkeitsgrad und den Hilfeeinstellungen. Du kannst deine Punkte mit deinen Freunden vergleichen, herausfinden, wer der Platz hier ist. So. Das ist jetzt. Das interessiert mich nicht so sehr. Gut, ich würde sagen, das war das Rennen in Melbourne. Sollen wir das Fahrzeug entwickeln jetzt schon? Nee, ich würde sagen, wir sammeln mal weiterhin noch ein bisschen Geld. Das ist, ist ja gar nicht verkehrt. Meine Meinung. Und dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Wochenende und da machen wir jetzt eins Renneinstellung. Da gehen wir jetzt schon nur auf Experte hoch. Alles andere bleibt so, wie es ist. So. Und auch das bleibt so, wie es ist. Und dann können wir auch die Session starten. Und damit mit dem Start dieser Session sind wir am Ende dieser Folge. Die nächste Woche sehen wir dann auf jeden Fall das Rennen in Bahrain. Und macht's gut. Bis dahin, euer Replika 666.